Also beim Möhrensaft, da war ja noch alles gut, aber beim Ingwer-Shot, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Machen 200 € mehr oder weniger für so einen Entsafter wirklich einen Unterschied? Ich wollte es wissen und ich verrate dir auch noch die besten Tipps, wie du auch günstig entsaften kannst. Ich habe drei Säfte gemacht mit diesen beiden Entsaftern, einmal den G3 von Versapas und den G5 von Versapas, und zwar Möhre, Ingwer-Shots aus Äpfeln, Zitrone und Ingwer und auch Selleriesaft, weil ich wollte testen, wie ist das mit den Fasern, was passiert bei so härterem Gemüse wie Möhren oder aber Ingwer und was passiert bei so Problemfrüchten wie Zitrusfrüchten oder aber Äpfeln, die jetzt nicht mega knackig sind, weil die sind beim Angel Juicer immer bei mir richtige Probleme gewesen. Warum ich den Angel Juicer nicht optimal finde für Zitrusfrüchte, Äpfel oder aber auch andere Obst- und Gemüsesorten, das verrate ich dir in dem Video, denn da erzähle ich dir die fünf Nachteile des Angel Juicers, über die niemand spricht. Am Ende des Videos möchte ich auch noch ein G3-Entsafter von Versapas verschenken und da erzähle ich dir, wie du den gewinnen kannst. Ich habe diese beiden getestet, weil das hier ist ein relativ günstiger Entsafter, aber trotzdem ein langsamer Entsafter. Der ist jetzt 200 € günstiger als der G5 und damit ist man schon preislich ein bisschen günstiger aufgestellt. Und ich verrate dir dann auch noch Tipps, wie wenn du einen günstigeren Entsafter nutzt, wie du trotzdem eine hohe Saftqualität bekommst. Ich vergleiche Kriterien wie die Lautstärke, die Öffnung, die Schnelligkeit des Entsaftens, die Saftqualität, wie der Trester ist, wie die Saftausbeute ist und viele andere Punkte. Los geht's mit der Lautstärke. Von der Lautstärke her ist der G3 ein bisschen lauter als der G5, aber jetzt auch nicht wirklich laut, so wie ein Mixer oder sowas. Beides sind langsam drehende Entsafter und sind von der Schnelligkeit in etwa gleich. Bei dem G3 ist die Öffnung ein bisschen kleiner, man muss das Obst und Gemüse also ein bisschen kleiner schneiden als bei dem G5, aber es ist jetzt nicht wirklich ein großer Unterschied. Das Fruchtfleisch, muss ich sagen, ist bei dem G3 jetzt auch trocken, aber nicht ganz so trocken wie bei dem G5. Das macht schon einen kleinen Unterschied. Aber wenn man sich jetzt nicht so doll mit Saft auskennt, dann würde man das auf Anhieb nicht sehen. Wenn du jetzt schon länger Saft machst, dann wirst du den Unterschied bestimmt auch sehen und spüren. Auch die Reinigung und der Aufbau von beiden Geräten ist ungefähr gleich. Es sind ungefähr gleich viele Teile und auch das Reinigen braucht genauso viel Zeit. Da spart man also nichts. Der größte Unterschied und wo ich wirklich geschockt war, war die Saftausbeute und die Saftcremigkeit. Bei dem Möhrensaft war ja noch alles gut, aber als wir dann zu den Ingwer-Shots gekommen sind, da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen. Fast 250 Milliliter mehr Ingwer-Shots habe ich mit dem G5 rausbekommen im Vergleich zu dem G3, was ich schon wirklich enorm fand. Auch beim Selleriesaft habe ich wirklich gesehen, dass der G5 mehr Saft macht als der G3. Der größte Unterschied jedoch ist, dass der Saft aus dem G5 wesentlich cremiger ist und ich brauche den eigentlich kaum noch durch ein Sieb geben. Bei dem G3 musste ich wirklich ein Sieb nutzen, da war wirklich noch viel Fruchtfleisch drin, weil einfach der Entsafter an sich das nicht so gut rausgefiltert hat. Das ist, würde ich sagen, der größte Unterschied zwischen diesen beiden Entsaftern. Wenn es jetzt für dich so ist, dass du weniger Budget zur Verfügung hast, aber trotzdem eine gute Saftqualität haben möchtest, dann ist der G3 auf jeden Fall eine gute Alternative, denn du kannst das Fruchtfleisch entweder mit einem Sieb oder aber mit einem Nussmilchbeutel auffangen. Und somit hast du trotzdem die gleiche Saftqualität, eben nur ein bisschen weniger Saft bei dem G3 als bei dem G5 von Versapas. Und jetzt noch einen richtig guten Tipp, wie du auch günstig entsaften kannst, sogar wenn du gar keinen Entsafter hast. Wenn du nämlich keinen Entsafter hast und erstmal für dich rausfinden möchtest, sind Säfte überhaupt was für mich, dann kannst du dir einen ganz normalen Nussmilchbeutel nehmen, kannst deine Saftzutaten in den Mixer geben, alles gut durchmixen und das Ganze dann in einen Nussmilchbeutel füllen und den dann ordentlich ausquetschen. Dann hast du auch guten Saft und kannst so erstmal schauen, ist das was für mich oder aber nicht. Bevor ich jetzt gleich den Entsafter hier verschenke von mir, mein Gebrauchsmodell und dir gerne auch noch eine persönliche Note mit dazu einschreibe, mein Fazit. Mein Fazit von diesem Entsafter-Vergleich ist, dass der G5 natürlich auf jeden Fall schon hochwertiger ist und den würde ich und habe ihn auch für mich gewählt. Aber wenn ich jetzt noch am Anfang meiner Rohkosternährung stehen würde und wie damals eben auch noch ein geringeres Budget zur Verfügung gehabt habe, weil ich eben auch in mehrere Geräte gleichzeitig investiert habe, dann würde ich den nehmen, mir einen Nussmilchbeutel besorgen und einfach die Vorteile von einem langsam drehenden Entsafter trotzdem genießen und dieses Moment dann eben mehr haben. Und dann, wenn ich ja ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe, dann würde ich nochmal in ein neueres Modell investieren. Jetzt aber mal zur Geschenkaktion. Und zwar
möchte ich dieses Testmodell, was mir Wasabbas für dieses Video zur Verfügung gestellt hat, gerne an jemanden von euch verschenken. Du kannst ganz einfach mitmachen, indem du mir unten einen Kommentar hinterlässt, warum du diesen Entsafter gewinnen solltest. Und dann hast du ab jetzt, wo das Video online geht, 3 Tage Zeit, diesen Kommentar zu hinterlassen. Dann wähle ich den Gewinner aus und musst du aber immer noch in deine Kommentare zurückschauen, weil da gebe ich dir dann die Antwort, ne? Denn wir müssen ja in Kontakt kommen, damit ich dir den zuschicken kann. Die genauen Teilnahmebedingungen findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen. Wenn du wissen möchtest, wie du den perfekten Entsafter für dich findest, dann musst du dir 5 wichtige Fragen beantworten. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht und das verlinke ich dir mal dort. Da kannst du vorbeischauen, denn diese 5 Fragen musst du dir beantworten, um das herauszufinden. Ich freue mich, wenn wir uns in dem Video ganz gleich wiedersehen. Danke dir, dass du heute dabei warst und sag bis dahin, lass es rocken, deine Maria.